Hallo Freunde, heute geht's wieder Kochrezepten mit der Sophia. Seid gespannt, was kommt. So Freunde, heute mal was anders. Kein Fleisch, sondern Fisch. Sophia, was für Fisch nehmen wir heute her? Kabeljau. Wir machen ein Kabeljau in Mandelkruste mit frischem grünen Spargel. Es ist ja Spargelsaison auch. Und super easy, super schnelles Rezept, perfekt für abends. Ja. Wenn man Kohlenhydrate ein bisschen reduzieren möchte. Genau, auch wenig Fett, fast kaum, gell? Ja, ich am besten übernimmst du, dann kann okay, dann zeigen wir mal die Zutaten wieder, Sophia. Wir haben hier ein Blech mit Backpapier für den Spargel, machen den im Ofen und haben den Ofen auf 180 Grad vorgeheizt. Und ich habe hier einen Teelöffel Kokosfett, davon brauchen wir wahrscheinlich nicht alles, habe ich hier schmelzen lassen, mit dem wir dann den Spargel bestreichen. Unser Fisch, wir haben hier ca. 500 Gramm sind das, genau. Kabeljau-Filet, frisch geholt. Frisch geholt. Unser grüner Spargel, das sind auch ca. 400 Gramm. Dann haben wir hier 50 Gramm Mandelmehl zum Panieren, aber davon braucht man auch nicht alles, das ist wirklich nur zum Wenden drin. Also werden wahrscheinlich dann ca. 30 sein, was auf dem Fisch dann landen. Unsere Gewürze und ein Ei. Und da würde ich sagen, fangen wir mit dem Spargel an, weil der muss nämlich in den Ofen. Und währenddessen der dann im Ofen ist, können wir dann eben... Und zwar habe ich hier die Enden einfach abgeschnitten, er ist gewaschen. Den geben wir einfach verteilt rein. Der braucht doch gar nicht lange im Ofen. Und damit er jetzt eben uns nicht austrocknet, bestreichen wir ihn ein bisschen mit unserem Kokosfett. Bisschen symmetrisch reintun. Sonst sieht das hässlich aus. Genau. Und hier haben wir einen Pinsel und da geben wir hier, tauchen wir ein bisschen rein und bestreichen unseren Spargel. Das ist eine sehr gute Idee. Man kann natürlich auch Olivenöl hernehmen. Genau. Das Gericht ist ja fast kohlenhydratearm und fettarm. Dass man da ein bisschen Kokosfett auf die Spargelstücke drauf schmiert, ja, ist gar kein Problem. Ein bisschen was auf die Köpfe. Genau. Weil wenn man Gemüse einfach so reintut, dann wird ein Spargel jetzt nicht so viel Wasser. Wird auch langweilig, finde ich, oder? Ja. Definitiv. Und deswegen habe ich auch hier Gewürze bereitgestellt. Genau. Und zwar ein bisschen Knoblauchpulver. Okay. Das schmeckt zu Spargel, finde ich, ausgezeichnet. Ein bisschen hier drüber geben. Ein bisschen Salz. So. Und ein bisschen Pfeffer. So. Prise. Und das kommt jetzt alles in den Ofen. Das mache ich auf. Es geht so schnell. So. Dann geht's hier los. Pfanne drauf für unseren Fisch und auf drei. Drei? Genau. Ist an? Ja, ist an. Super. So Freunde, wie ihr seht, wenn man wirklich die Sachen vorbereitet, die Zutaten, ist es sehr, sehr simpel, alles zu kochen und sehr, sehr schnell eigentlich. Man muss nur organisieren und wollen natürlich auch ein paar Minuten auch Zeit nehmen, dass man sich auch perfekt ernährt. Ihr wisst ja, man isst das, was man isst. Also Essen sehr, sehr wichtig. Ihr könnt fleißig trainieren, wie ihr wollt. Wenn das Essen nicht passt, dann hat man halt die Fettphase und wir wollen keine Fettphase mehr. Nein, keine Fettphase. Vor allem jetzt bei dem Wetter, Fettphase. Das verschwitzt man sich zu Tode. Genau. Also ich habe jetzt hier ein Ei reingeschlagen und habe ich jetzt hier verquirlt einfach. So. Und es ist wirklich so einfach und so schnell, das Rezept. Wie ihr seht, der Spargel ist schon im Ofen und jetzt habe ich hier, das hat er auch in Schüsseln getan. Wir tun jetzt den Kabeljau einmal hier ins Ei. Eins, zwei. Und dann nimmt es ein Bad in dem Mandelmehl. Einmal rein. Ein bisschen festdrücken. Wenden. So. Richtig schön wenden. Dass wirklich überall Mandelmehl dran ist. Legen wir kurz zur Seite und machen das Ganze mit dem anderen auch. Einmal Ei. Wenden, das hier ein bisschen gerade machen. So. Wie ihr jetzt sehen, bleibt dann auch was von dem Ei übrig, theoretisch. Also man benutzt es nur. Da bin ich echt jetzt gespannt, wie das schmecken wird mit Mandelmehl fast. Also Mandelkruste schmeckt wirklich sehr gut. Ich habe es schon mit Mandelsplitter, kann man das auch machen. Bloß bei mir haut es die Mandelsplitter in der Pfanne alle wieder runter. Und das Mandelmehl gibt dann eben wirklich eine schöne Panade. Genau. So, das sieht doch gut aus. Sehr gut sogar. Und ich würde jetzt hier, man kann es natürlich auch noch mit Salz und Pfeffer schon machen. Ich gebe das immer gerne im Nachhinein drauf, wenn das fertig ist. Okay. Nach Bedarf. Okay. Ist die Pfanne heiß? Hm. Noch nicht ganz. Wird heiß, noch nicht so weit. Dann melden wir uns einfach wieder, wenn es ab in die Pfanne geht. Genau, bis gleich, Freunde. Bis gleich.
Erdschon übernimmt die Kontrolle, die Pfanne ist heiß und der Fisch muss angebraten werden. So, wieder Pemspray, Freunde. Sprühen. So. Hat sogar Olivenölgeschmack. Sehr gut. Gell? Dann legen wir mal rein. So, ganz wichtig, ich würde immer erst die Pfanne ein bisschen heiß werden lassen. Was sagst du, Sophia? Natürlich. Also auch wenn man Steak vorbereitet und so weiter. Ja. Erst die Pfanne heiß werden lassen, dann sprühen oder Öl rein und dann erst Fleisch. Ja, auf alle Fälle. Weil sonst dünstet man und wir wollen ja braten. Es kommt ja meistens auch dann, wenn man es in die kalte Pfanne reinschmeißt, dann tritt ja auch das Wasser aus dem Fleisch oder aus dem Fisch aus und dann schwimmt das alles. Genau, das ist ja wie dünsten. Also das wollen wir ja nicht. Man hört ja auch sofort, wenn man was reinlegt. Ja, es soll so kss. Ich bin gespannt, wie das schmecken wird. Wir berichten nachher nochmal, wenn die Spargel mit dem Fisch angerichtet ist. Genau. Bis gleich. Bis gleich. Scheiße, geil, oder? So, Freunde, jetzt holen wir Spargel raus. Die waren 15 Minuten drin. Ja, bei 180 Grad. Genau. Ist jetzt auch schon fertig. Genau, so viel holt ihr raus. So, es brutzelt. Sehr schön. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, dann könnt ihr auch einfach den Gabeltest wieder machen. Das heißt, wir nehmen hier einfach eine Gabel und stechen rein. Es ist super weich. Und jetzt halt richten wir das hier auf unseren Teller an. Einfach hier legen wir das zu unserem Fisch. Also ich muss sagen, das waren 500 Gramm Fisch. Dann kommt ein Bund 400 Gramm Spargel. Spargel. Wir haben dazu eine Tomate dazu geschnitten. Genau. Und noch eine so Mini-Gürkchen. Mini-Gürkchen. Ich muss sagen, das ist eine Hauptmahlzeit für einen Bodybuilder, wenn man davon ausgeht, dass diese Fischart ca. 17 Gramm Protein hat. Mal 500, das sind 35, 50, 85 Gramm Protein. Rest Gemüse, durch Mandel ein bisschen Fette. Und sonst haben wir Pemspray benutzt. Ja, und das ganze Ei haben wir auch nicht benutzt. Und das waren, wenn man es jetzt genau nimmt, waren es 40 Gramm Mandelmehl. Und so sieht das Ganze fertig aus. Das ist doch schön. Wir haben hier die Mandelkruste ist hier perfekt dran geblieben. Wir haben leider einen, haben wir beim Umdrehen zerstört. Und der Spargel schmeckt mit dem Knoblauchpulver wirklich fantastisch. Und das hat jetzt wirklich, wie lange hat das jetzt maximal? Das hat 25 Minuten. Das kann man so schnell machen. Ich muss sagen, heute ist es sehr heiß in München. Ich finde eine leichte Kost ohne jemanden zu belasten, nachdem man auch gegessen hat. Also, weil eben wenig Fett und wenig Kohlenhydrate dabei sind. Ja, also die ganzen Nährwerte und Zutaten findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und dann lasst uns es schmecken und wir müssen jetzt doch natürlich, brauchen wir einen Daumen nach oben von euch. Genau, Freunde, abonniert unsere Channel Pumping Sophia Thiel, Pumping Erdschan. Und Daumen hoch, wenn unsere Kochvideos euch gefallen, damit wir weitermachen für euch und jedes Mal zwei Rezepte raushauen, die ihr immer wieder nachkochen könnt und uns markieren könnt. Genau. Wollte dazu sagen, wir haben auch noch ein bisschen eben mit dem Fisch ein bisschen gesalzen und gepfeffert. Auch wieder Gewürze, könnt ihr wieder variieren und lasst es euch wirklich schmecken. Es ist fabelhaft. Mein letzter Tipp, die Spargel unbedingt mit Knoblauch würzen oder Knoblauchgewürz hernehmen, das schmeckt fabelhaft. Ansonsten, glaube ich, ist ein bisschen fad. Dann Video teilen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, lasst euch schmecken.